Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ihr braucht mich Box von Sudden. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ihr braucht mich von Sudden. So sieht das Ganze aus. Heute am 2. November erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein kleines Baby, ein Kleinkind auf einem Erdball, also es dürfte wohl unsere Erde sein, sitzend. Hier aus seinem Mund eine goldene Schlange und die eine Hälfte der Erde, die rechte Seite, dürfte irgendwie noch in Ordnung sein. Hier so Australien dürfte das wohl sein, Asien, China etc. dürfte noch intakt sein, allerdings die linke Seite, also in dem Fall dann die westliche Hemisphäre, die ist wohl schon ziemlich abgefackelt, sieht ja nach apokalyptischen Zuständen aus. Hier oben haben wir dann Sudden, der mehr oder weniger durch eine Jalousie zu uns schaut. Sieht auf jeden Fall echt merkwürdig aus, dieses Cover. Unten haben wir das Logo von Trailer Park inklusive der Traubenstampferin, klar. Auf der rechten Seite haben wir Ihr braucht mich und darunter Sudden. Darüber ein Herz, ein Jür-Herz, auch klassisch Sudden. Und dann auf der anderen Seite ebenfalls, also auf der linken Seite, Ihr braucht mich Sudden. Rückseite ist bis auf Credits und Barcode blank. Hier haben wir diese Weltraumoptik fortgeführt, die sich hier auf allen Seiten weiterzieht. Und was jetzt vielleicht bei Tageslicht nicht so gut rüberkommt, aber was ich dazu sagen muss oder möchte, ist, dass hier diese Schrift auf allen Seiten speziell bearbeitet wurde. Also das ist wirklich so eine Leuchtschrift, die dann im Dunkeln leuchtet, wenn man sie entsprechend mit Licht irgendwie, also wenn man Licht darauf projiziert oder Licht, sie Licht ausgesetzt wird, dann reflektiert und leuchtet diese Schrift im Dunkeln. So sieht das aus. Ihr braucht mich. Also alle diese weißen Aufdrucke hier in dieser speziellen Leuchtschrift, Leuchtfarbe. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, eine unterschriebene Autogrammkarte und ein Freundschaftsbuch. Von Ihnen das Ganze glatt weiß. Dann schauen wir mal die einzelnen Sachen durch. Aber bevor wir das tun, wir haben hier zwei Sachen noch in Folie. Die werden wir natürlich noch aus der Folie befreien. So, einmal das Shirt. Und das Album ist ebenfalls noch eingeschweißt. So. Das letzte Release, das letzte Album von Sudden ist ja schon etwas her. Das war Superkräfte und dieses erschien im Jahr 2015, ich glaube März 2015, also mittlerweile über dreieinhalb Jahre her. Dreieinhalb Jahre, mehr als drei Jahre, dreieinhalb Jahre mussten wir auf dieses Stück hier warten. Ihr braucht mich. Gut, wir haben hier das Cover wie auch schon auf der Box, also auch wieder hier dieses Kleinkind auf dem Erdball, Sudden darüber in dieser Blitzschrift und darunter dann Ihr braucht mich. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir dann ebenfalls Interpret plus Albumtitel in Orange in dem Fall. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Und was man hier dazu sagen muss, es sind hier wirklich 13 Solo-Tracks. Also auf dem gesamten Album gibt es kein einziges Feature. Es sind allesamt Solo-Tracks von Sudden, der auch einige der Beats produziert hat, beziehungsweise auch einen mitproduziert hat. Gut, dann haben wir hier unten die Credits und einen Barcode mit dabei. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze natürlich über Trailer Park erschienen. Sudden ja Gründungsmitglied von Trailer Park. Dann haben wir hier einmal auf der Rückseite ein Jür-Herz. Und dann haben wir hier einmal Sudden in schickem Anzug mit roter Fliege und hier werden gerade Seifenblasen produziert.
Dann haben wir hier die Tracklist nochmal im Detail. Also hier 9 Tracks inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat, wer da beteiligt war. Dann haben wir hier Sudden, der hier wohl irgendwie, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Zombie-Apokalypse darstellen soll, aber wahrscheinlich schon. Und er steht hier mit Spitzhacke bereit, sich diesen Zombies zu stellen. Dann haben wir hier auch nochmals Sudden, der hier gerade einen Teddybären an einen Tyrannosaurus Rex verfüttern möchte. 13 Tracks insgesamt, also hier nochmal die letzten 4 Tracks, die fehlenden 4 Tracks aufgelistet mit den Infos und natürlich dann hier zum Abschluss auch noch die Credits zum Album. Gut, Your Herz kennen wir bereits. Machen wir das Booklet mal wieder rein. Die CD ist in diesem Fall in Rot und Gelb gestaltet. Sieht ein bisschen irgendwie wie so ein Apfel aus, wo hier die einzelnen Wasserperlen hier so runterlaufen. Und als wäre der Apfel hier dann irgendwie aufgeschnitten, also als wäre die Haut des Apfels hier abgenommen. Sudden. Ihr braucht mich. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Schlange mit aufgerissenem Maul. Also das sieht echt mächtig aus hier, diese Schlange. Gefällt mir gut. Also es soll wahrscheinlich auch da den Apfel... Ja, also es ist sicher kein Zufall. Die Schlange wird wahrscheinlich gerade den Apfel essen, beziehungsweise... Auch eine Anspielung auf den Garten Eden, die Vertreibung aus dem Paradies hier. Das kleine Kind und die Schlange. Jawohl. Gut, dann haben wir die Instrumentals mit dabei. Auch hier wieder das kleine Kind, wenn auch hier nur in diesem Blitz zu sehen. Mit goldener Schlange. Ihr braucht mich Instrumentals. 13 Stück an der Zahl. Und hier auch nochmal zusätzlich angeführt, wer das Ganze produziert hat. Ganzen Produzenten-Credits auch hier wieder mit drauf. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. So sieht das aus. Auch hier wieder das Herz. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Sieht so aus. Also Happy Birthday Sudden, der hier gerade ein Geschenk öffnet, beziehungsweise aus diesem Geschenk ein Mittelfinger rauskommt. Sein Mittelfinger. Die große das Happy Birthday Tour, also die Tour, die Sudden zu diesem Album angekündigt hat, trägt ja auch den Titel Happy Birthday. Und in diesem Design auch eben die Autogrammkarte. Hier auf der Rückseite wieder ein Your Herz. Dann haben wir ein Buch. Und zwar ein Ich brauche dich Buch. Genauer gesagt ein Freundebuch. Das Ganze in Schwarz-Türkis bzw. Schwarz- und Hellblau gestaltet. Ich gehe mal davon aus, der Großteil von euch kennt sowas. Also ich hatte sowas definitiv mal in diversen Ausführungen. Und zwar war das so in der Volksschulzeit bei mir. Da hatten die meisten Leute so ein Freundschaftsbuch und da wollte man dann eben, dass sich die besten Freunde darin verewigen. Jawohl, also hier haben wir den Eintrag von Sudden. So sieht das aus. Mit diversen pikanten Details und Infos zu seiner Person. Und das ist auch, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist, jawohl, das ist schön gemacht. Man hat nämlich hier auch noch die ganzen Texte abgedruckt. Also hier ist wirklich Track für Track abgedruckt. Gefällt mir immer sehr gut, wenn die Texte dabei sind. Das heißt, wir haben hier die Texte zum Album mit Fotografien, die hier dann immer das Ganze ein bisschen unterbrechen. Also zwei Seiten sind hier immer zum Eintragen eines Freundes. Beziehungsweise 4 Seiten, 6 Seiten und dann haben wir dann hier wieder die Tracks abgedruckt. Also das Ganze dürfte dann hier wirklich bis zum Ende durchlaufen. Jawohl, sehr schön gemacht. Und wir haben hier auch noch erstens mal ein Inhaltsverzeichnis und dann haben wir hier auf der rechten Seite auch noch ein Vorwort. Also ich werde mal nur ganz kurz den ersten Absatz vorlesen. Jür! Hier schreibt dir dein absoluter Lieblings-Superheld, lol. Das Buch, welches du gerade in den Händen hältst, ist magisch. Kein Scheiß. Ja, den Rest werde ich euch jetzt in diesem Fall ersparen, sonst geht das Video deutlich zu lange. Hier unten noch die Unterschrift von Sudden. Schönes Ding, ist echt mal was anderes. Es gab sowas ähnliches schon mal von den 257ers, das war das sogenannte Mutantenbuch. Aber das ist echt eine schöne Sache. Hardcover, gefällt mir richtig gut. Kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Und
Dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Und zwar auch hier wieder, wie sollte es anders sein, das Herz mit dem Jür-Schriftzug in der Mitte. Neckprint haben wir keinen. Das Ganze klassisch gehalten in Schwarz und Weiß. Wobei man sagen muss, auch dieser Aufdruck meines Wissens in diesem speziellen, in dieser speziellen Leuchtfarbe bedeutet auch dieses Shirt dann in der Nacht leuchtend, wenn es entsprechend mit Licht aufgeladen wurde. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Jürherz, groß, mittig im Brustbereich. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut. Relativ minimal gehalten in Schwarz und Weiß. Allerdings, wie gesagt, das Ganze hier in dieser Spezialfarbe und im Dunkeln dann leuchtend. Also gerade für nächtliche Aktivitäten sehr gut geeignet. Mit diesem Shirt fällt man dann auf jeden Fall auf. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Freundschaftsbuch Ich brauche dich. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich. Ihr braucht mich im Standard Jewelcase inklusive 14 Tracks. Es gab noch einen weiteren Boxinhalt, der allerdings nur in einigen wenigen Boxen. Und zwar gab es in insgesamt 15 Boxen einen Gutschein oder ein, ja, ich nenne es mal Gewinnspiel. Und zwar gab es da 15 Tour-Freikarten plus Begleitung. Also wenn ihr so ein Ding in eurer Box vorfinden solltet, 15 Stück davon gab es, dann dürft ihr inklusive Begleitung auf einen Konzert-Gig, auf einen Tour-Gig eurer Wahl, also auf einen Tourstopp eurer Wahl, inklusive Begleitung, und ihr dürft dann dort Backstage mit Sudden abhängen und ihr bekommt auch ein Geschenk von ihm überreicht, passend zur Happy Birthday Tour. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box. Ihr braucht mich von Sudden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sudden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.